Captain Toad, dass sich hier anscheinend in irgendeiner Lava-Fabrik oder sowas verirrt. Nein, in einer Steinblock-Fabrik. Das war Captain Toad in der Steinblock- und die Steinblock-Fabrik. Willkommen zurück zu Super Mario 3D World und wir dürfen hier durch eine Steinblock-Fabrik navigieren und die Grünsteine sammeln. Sieht aber eigentlich ganz cool aus, finde ich. Hier so, das hat man so auch noch nicht gehabt, so Laufbänder oder so in der Art. Keine Ahnung, was genau das darstellen soll, aber ich glaube, Laufbänder kommen gut hin. Ich muss jetzt irgendwie durch und überleben. Wie komme ich denn höher? Geht's hier hoch irgendwo? Ah ja, hier geht's hoch, oder? Ja, hier geht's hoch. Okay, hier bin ich. Cent chaotisch hier. Gut, dann nehmen wir den Grünstern mal mit. Und jetzt? Wohin jetzt? Wir könnten mit den beiden hier noch höher. Das ist, glaube ich, auch der richtige Weg. Jetzt geht's hier noch höher. Boss? Okay, ich dachte, der würde mich nicht treffen, hat aber anscheinend. Okay, ich werde diesen Grünstern mitnehmen. Ah, okay, da springe ich dann da runter. Da ist hier jetzt schnell rüber. Diesen Grünstern mitnehmen und dann fehlt noch der eine da hinten. Und den erreichen wir, indem wir auf diesen hier Steinblock hier drauf gehen. Die Rakete abwarten und jetzt dann da in dieses Loch reinspringen. Und rüberlaufen, oder? Wie schön bloß bin ich? Ja, hier. Perfekt! Ein Treffer war dabei, aber trotzdem war das gar nicht so schlecht. Dann haben wir das auch schon abgeschlossen. Ja, Toad-Level sind generell relativ einfach. Meistens. Ja, ciao. Ich gehe wieder. Wieder 5 Grünsterne mehr. Perfekt. Dann geht zurück zur Overworld oder was auch immer das hier ist. Und zwar fehlt uns ja nicht mehr viel bis zum Schloss. Wir beginnen mit dem Reich des Rammerhais. Ein Rammerhai, sehr spannend. Hab ich sogar auch noch nicht gehört. Mit Toad. Das Problem ist halt, ich dachte, das wäre ein blauer Pilz, aber es ist Toad. Ja, Toad ist ja in gewisser Weise auch ein blauer Pilz, aber ja. Ich bin ja blöderweise klein. Was echt blöd ist, weil dadurch ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich sterbe, ziemlich hoch. Wenn dann so Haie auch noch sind. Komm. Kann ich oben bleiben? Ja, kann ich. Gib mir einen Pilz. Ja, einen Pilz. Dann haben wir schon mal einen Pilz. Dann bin ich immerhin schon groß. Okay, kann ich unten durch. Ah, nein. Und weg ist der Pilz. Nein. Ich dachte, ich kann auf den Durchstampf-Attacken. Kann durchtreten, sagen wir so. Aber nein, dadurch bin ich dann in den anderen reingeflogen. Ja, schade, kann man nichts machen. Aber jetzt bin ich immer groß und jetzt kann man schauen, welches Power-Up man hier kriegt. Ich nehme mal an, das ist eine Feuerblume. Nein. Ja, Feuerblume. Geh hoch, da tot. Ich gönne die Feuerblume und gehe schnell wieder hoch. Kann ich die töten? Ja, ich glaube nicht. Hier unten durch, aber dich kann ich töten. Perfekt, hier oben durch. Nein, du triffst mich bitte nicht. Auch nicht. Perfekt. Nein! Gerade so den Typen noch getroffen. Das war richtig knapp. Okay, da oben kommen sie raus. Heißt einfach hier unten. Passt, ersten Stern haben wir. Und dann geht es jetzt hier in die Röhre. Wo geht es denn hier hin? Wahrscheinlich einfach weiter. Ja. Was haben wir hier? Hier gibt es auch so einen Strom anscheinend. Alles klar, da unten hat einer eine Feuerblume und einer hat einen Grünstern. Auf den warte ich jetzt hier mal. Den will ich natürlich unbedingt haben. Da kommt er schon. Danke für den Grünstern. Er hat eine Feuerblume, falls ich getroffen werde, hole ich mir die. Mal sehen, ob ich getroffen werde überhaupt. Ich schau mal, was unten ist. Ob da irgendwas Nützliches ist. Zeit. Nehme ich mal mit, aber wirklich brauchen tue ich die nicht. Dann geht jetzt hier in diesen zweiten Kreis oder was auch immer. So, perfekt, nicht getroffen worden. Hier was? Nein. Schnell, 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 bevor mich der einholt. Weil ich kann ja einfach hier so auf der Seite schwimmen. Nein! Ja gut, das war's jetzt mit der Feuerblume. Naja, ich werde sicher noch nicht kommen. Hier ist erst der Checkpoint. Jetzt sind wir hier wieder an der Oberfläche, dass ich wieder überall laber.
Lava, wie gesagt. Ich weiß, wenn ich euch alle umbringe. Dann sehe ich das Leuchten. So, Münzen und getroffen werde ich natürlich auch. Sind hier noch welche von euch? Ja, da unten ist noch was Leuchtendes und da ist noch so ein Gegner. Münzen kriege ich, wenn ich alle töte. Aber hier ist immer ein Pilz. Das hat nicht nur Verlust gemacht. Aber die Münzen sind halt irgendwie nicht wert gewesen. Jetzt hier noch mehr Münzen. Ich habe noch nicht genug. Okay, noch weit und breit kein Stempel zu sehen. Und der letzte Glimmstil fehlt auch noch. Da gibt es noch einiges zu tun. Mann, ich hasse diese Viecher. Was? Ich bin auf den voll drauf gesprungen. Wie ist der nicht gestorben? Okay, jetzt haben wir so Kreise. Okay. Schnell rein da, damit ich erstmal ein bisschen safe bin und jetzt kann ich wieder raus. Okay. Ja, das ist jetzt klein natürlich ein bisschen nervig. Okay, da oben ist ein Grünstein und da brauche ich eine Feuerblume für, die habe ich nicht. Perfekt. Nein, ich habe sowas von definitiv noch einmal gefeuert, aber naja, jetzt warten wir, bis die wieder weg sind und dann geht's weiter. Ich hab definitiv nochmal. Mann. Gut, dann halt. Keine Feuerblume für mich. Wir gehen weiter. Was haben wir denn hier? Hier vielleicht eine Feuerblume? Nope. Schade. Da haben wir einen Powerblock. Mehrere Powerblöcke sogar. Da ist eine Feuerblume. Gib die mal kurz, ich will die nämlich. Ich wollte gerade sagen, ich will die Feuerblume behalten, Alter. Ich hasse diese Viecher so sehr. Ja, stirbt erstmal in der Ruhe. Bitte hoch, nein. Hier fehlt immer noch der Stempel. Ich hoffe, der kommt noch. Aber ich weiß nicht, weil das sieht man jetzt wirklich schon noch. Ah ja, da. Nach Ende des Levels aus, wollte ich gerade sagen. Aber hier oben ist er noch. Gib mir den. Hier schnell runter. Hier schnell durch. Perfekt, dann lebe ich sogar noch. Oder bin sogar noch groß. Okay, aber es ist noch nicht geschafft. Da fallen doch zwei Gegner. Drei. Kann ich zählen. Drei Gegner haben wir hier noch. Und wie hat mich der gerade nicht getroffen? Ich habe gedacht, ich muss auf Risk gehen, weil ich das Speed brauche, um ganz nach oben zu springen. Aber wie hat der mich nicht getroffen? Wahnsinn. Okay, wir kriegen hier so einen Blooper als Stempel. Da geht's, glaube ich, eh schon ins finale Level vor dem Castle. Soweit ich weiß, ist das das finale Level. Mal sehen. Ja, komm. Speicher. Das. Heißer Tanz am Lavasee. Klingt spannend. Ist wahrscheinlich ultra schwer, nehme ich mal an. Peach wäre da geil, wahrscheinlich. Okay, was haben wir hier? Also die Plattform scheint immer so zu steigen und wieder zu fallen. Ja, das tut sie. Ich lebe. Ich lebe noch. So, was haben wir denn hier unten? Ist hier überhaupt was? Münzen, oder? Stell hier hoch. Gib mir die Bumerangblume. Vielen Dank. Okay, da muss man richtig safe spielen, glaube ich. So, du fällst erstmal in die Lava, du auch. Ich glaube, wenn die Lava fällt, sind sie nämlich komplett tot. Das ist, glaube ich, einer der einzigen Wege, diese nervigen Viecher komplett zu besiegen. Ist hier unten was? No. Hier rüber, was haben wir hier? Ja, was mache ich mit euch? Kann ich euch... Ich kann euch wegschubsen. Wieso machst du eine Stampfattacke? Du solltest... Oh Mann. Du solltest einfach springen und keine verdammte Stampfattacke machen. Ja, wie... glaube ich, kann jetzt den ersten Stern schon nicht mehr bekommen. Okay, die sterben auch, wenn sie die Lava fallen. Ich glaube, alle stirbt unter dem Spiel, wenn sie die Lava fällt. Ja, den ersten Stern kann ich jetzt schon mal vergessen. Aber ich kann hier rüber, hier safe.
Oder mit einem Weitsprung. Hast du irgendwo eine Plattform in der Nähe, auf der ich landen könnte? Oh, das war sogar knapp. Das war richtig knapp. Ich dachte, ich war jetzt sowas von die Lava. Das war knapp, der Sprung. Mit Toad. Not bad. Mal schauen, was der Typ so kann. Das war eine mächtige Tür, das muss man schon sagen. Und es ist dann, ja, ein Lavasee. Was für eine Überraschung. Dass Bowsers Schloss am Lavasee bei einem Lavasee spielt. Zack. Und zack. Oh, da gibt es sogar eine Boomerang-Kugel. Da drüben sehe ich auch schon den ersten Grünstern. Den müssten wir eigentlich von so einem simplen Wandspruch holen können. Wenn ich in die Nähe komme, perfekt. Was ist hier drin? Nichts, okay. Was haben wir hier? Okay, wir haben hier diese Fußbälle. Und zwar schalte ich damit die Brücke rüber. Ist hier oben was? Oh ja, hier ist sogar ein Stempel. Und da oben ist ein Grünstern, aber ich habe keine Cat. Wie soll ich denn da hochkommen? Brauche ich dafür wirklich eine Cat? Chillt. Ich stau euch mal. Ernsthaft? Brauche ich da wirklich eine Cat? Oh ja, bin ich jetzt wieder mit einer Katze, dass wir jetzt auch diesen Stern holen können, weil anders ist der, glaube ich, nicht möglich. Zumindest wüsste ich nicht, wie du den ohne Katze holen willst. Triff ihn doch. Katze würde ich aber gerne behalten. So, Checkpoint. Dann fehlt es noch ein Stern. Das war's. Nein, sag nicht, ich brauche dafür einen Bumerang. Warum? Mann, wieso brauche ich dafür einen Bumerang? Muss ich den jetzt auch noch nachholen? Hä? Was? Wo kommst du jetzt auf einmal her? Weil ich will die Katze behalten, dass der Bumerang jetzt nicht kaputt geht. Wo kommst du denn her? Einfach aus dem Nichts. Jetzt hier Bumerang droppen. Jetzt den Stern holen. Einfach aus dem Nichts ein Bumerang. Was? Da war einfach so ein unsichtbarer Block. Ich bin dagegen gesprungen. Aus dem Nichts ein Bumerang geholt. Oh, puh, das war auch verdammt knapp. Aber es geht jetzt, glaube ich, eh schon zum Fight. Ich glaube, das ist jetzt schon der Fight. Ja. Ah, ist das wieder so eine Kartenfight? Ja, echt. Boah, aber eine geile Karte. Bowser, da hast du fett aufgerüstet. Das muss man dir lassen. Sieht echt geil aus, die Karte. Richtig neonfarben, es leuchtet alles. Selbst unter der Karte leuchtet es. Bam. Bam, du kriegst wieder die Fußbälle ins Gesicht. Okay, der Fight scheint jetzt ein bisschen härter geworden zu sein. Du hast doch so Stacheln im Boden. Ja, wie soll ich den treffen, ey? Aber den treffe ich. Bam! Jetzt schaut deine Karte nicht mehr ganz so geil aus, was? Ein Hit hast du nur noch. Oder hältst du nur aus? Du solltest mal wesentlich mehr in Stoßdämpfung investieren. Das ist schon mal gesagt, Bowser. Du gibst viel zu viel Geld für die Aesthetics aus. Du brauchst wirklich Durability. Standfestigkeit. Hält nichts aus deine Karte. Und du auch nicht. Den Ball. Gut, da geht's schon jetzt ins Ziel. Und der Fight war irgendwie ein bisschen schlecht. Nee, was immer. Gespannt war der nicht. Aber naja. Dann geht's jetzt für uns in die Quizbox. Und zum Ziel. Wir haben ja immer noch nicht alle Elfen gerettet. Ich weiß nicht, wie viele es gibt, aber es scheint schon ganz schön viele zu sein. Ah, das haben sich jetzt alle schön versammelt. Das ist ein schönes Ende. Ein richtig schönes Ende. Bowser planscht jetzt irgendwo unten in seiner Lava und wir feiern mit den Elfen eine fette Party. Gehört sich so. Richtig geil. Richtig nice. Und das Lied Luigi so komisch ausgeschnitten. Seht ihr das auch? So eine komische schwarze Outline. Okay, was ist das jetzt? Wie geil. Er lebt doch noch. Wieso kuscheln? Die kuscheln einfach so.
Ja, aber ganz ehrlich, wenn ihr auch so kuschelt, was soll er da machen? Dann macht er einmal die Hand zu und hat euch alle. Boah, was ist da jetzt los? Ja, holy shit, was geht denn hier ab? Was geht denn hier ab? Bumerang, Male, kriegen wir Stempel. Was ging denn hier gerade ab? Oh, sie haben so eine glitzernde Röhre erschaffen. Das sieht richtig nice aus. Wo geht's denn jetzt hin? Ich muss nur sagen, die Röhre sieht richtig geil aus. So richtig schön glitzern. Also, wo... Also, warte, ich wollte vorher noch checken, ob wir alles haben. In der Welt haben wir alles, ja. Dann geht's die glitzernde Röhre hoch. Keine Ahnung, wohin. Schwarze Platte. Ne, sehr schwarze Platte. Was ist das? Was? Was ist das? Alter! What? Wie geil sieht das aus? Das sieht ja richtig nice aus, diese Welt. Wo bin ich denn hier gelandet? Irgendwie so Las Vegas oder was ist das? Das sieht ja mal ultra nice gemacht aus. Welt Bowser, Kampf auf den Stachelbrücken. Alter, wie geil sieht diese Welt aus. Und aus dem Hintergrund auch dieses Riesenrad und diese Türme. Alter, das ist... Ich glaube, das ist jetzt schon meine Lieblingswelt. Nein, ich wollte den Bumerang nicht behalten. Ja, ich glaube, das ist echt jetzt schon meine Lieblingswelt. Die sieht ja so gut gemacht aus. Unglaublich. Ey! Da war ich niemals auf den Stacheln. Come on, da hinten sehe ich schon den ersten Grünstern. Aber da war ich doch niemals auf den Stacheln, oder? Da kann ich gleich einfach abkürzen. Peach hilft auch sehr mit. Pixel Luigi hat es dann auch kurz zu sehen gegeben. Rennen, rennen, rennen. Mach den Platz. Rennen, 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 rennen. Geh hoch. Perfekt, erster Grünstern. Nein, das war so dumm. So kann man das nicht abbrechen. Kette ist da. Und so schnell sind zwei Katzen weg. Wäre ich jetzt neu getroffen? Nein, ich will auf die Powerblock stampfen. Achso, die gehen davon nicht mal down. Ich dachte, sie sterben endgültig. Aber nein, sie werden nur zerlegt. Ja, ich werde noch mal getroffen. Alter, was ist denn da? Sterbe ich jetzt auch noch oder was? Irgendwann ist davon direkt ein Checkpoint. Wie oft will ich denn jetzt noch getroffen werden? Das kann es doch nicht sein. Aber warte, da hinten ist doch safe was. Oder? Ich weiß nicht, ob ich da je wieder zurückkomme lebend. Aber hier ist der Stempel. Perfekt. Hier einfach gerade durchsprinten. Alter, ich darf hin. Hier gibt es eine neue Cat. Und da oben ist direkt die Quizbox. Das heißt, wir haben hier wahrscheinlich den zweiten Grünstern drin. Okay. Die Switch ist nicht so schwer. Aber hier rüber diven und den Grünstern mit dem Weg runtergefallen wäre es eine andere Geschichte gewesen. Dann wäre sicher ein bisschen enger geworden, aber bin ich jetzt zum Glück nicht. So, da hinten haben wir die nächste Box, die uns wahrscheinlich weiter teleportieren wird. Hätte ich glaube ich auch raufklettern können, ganz ehrlich. Da hinten ist der letzte Grünstern. Und somit eigentlich auch nicht nur der letzte Grünstein, sondern generell das letzte Sammelobjekt, was uns hier noch fehlt. Den nehmen wir mit. Jetzt sind wir hier auch anscheinend so frisch. Warte, das ist da drüben. Ah, das ist mein Fragezeichen noch. Na dann. Geht's hier direkt weiter, da hinten sehe ich auch schon das Ziel. Das heißt, wir haben dieses Level eh gleich abgeschlossen. Da kann man rüber diven. Puh, aber war knapp. Da hätte ich mich nicht so knapp vorgestellt. Okay, hier kann man nochmal getroffen werden. Das ist natürlich nicht ganz so geil, aber naja. Ab ins Ziel. Perfekt. Ein Level geht noch, würde ich sagen. Eines geht noch. Aber diese Welt sieht so mega gut aus. Die ist echt phänomenal. Und was kriegen wir hier? Einen Knochen trocken. Ja, die Stempelkarte, da fehlt echt nicht mehr viel. Diese Welt, das ist echt geil. Sieht echt aus wie irgendein Casino oder sowas. Überall mit diesen Scheinwerfern oder so. Oh, noch ein Plessy-Level. Das machen wir doch gleich. Welches ist hier? Das ist E3. Passt, dann machen wir das noch. Plessys Dünen-Rally. Mama. Und zwar mit Mario. Oh yeah.
Ja, ich weiß, wie man das steuert. Musst du mir nicht jedes Mal sagen, wenn ich PlayStation spiele, ich merke mir das. Okay, was haben wir denn so hier? Okay, da sehe ich auf jeden Fall schon den ersten Glühstern. Ich verpasse auch gleich den ersten Glühstern, wollte ich dazu sagen. Das Level sieht auch cool aus. Ich muss nur schauen, dass ich die Glühsterne mitnehme, das ist immer so cool. Perfekt. Jump. Da ist ein Stempel, kann ich da vielleicht, kann ich mal das Game verwenden, ja, kann ich hier einfach, ich hatte gerade richtig Angst. Dann haben wir den Stempel auch schon. Dann fehlt mir, ja, der erste Grünstern und der dritte fehlt auch noch. Was haben wir hier? Bowser geht down von der Stadt. Ah, dafür gibt es sogar den Grünstern. Lol, das läuft. Abgesehen vom ersten. Das war's? Oh, aber verdammt geil, das Level ist kurz, aber es ist cool. Plessy Level sind eigentlich immer cool. Das ist so eine Faustregel, die sind immer cool. Tschüss, Plessy. Und dann geht's hier eh schon ab ins Ziel. Hier noch schön runterrutschen. Und dann hoffentlich direkt ins Ziel hüpfen. Perfekt, Alter. Geiles Level, richtig geil. Plessy Level sind leider nur so cool. So längere Plessy Level wären mal geil, aber die sind natürlich auch schwerer umzusetzen. Aber geiles Level. Und Mario hat schon wieder so eine komische Outline. Hier kriegen wir einen Fragezeichenblock. Dann machen wir das nochmal. Ich muss nämlich noch den ersten Stern holen. Das geschieht jetzt. Sofort, nachdem ich wieder ins Level kann, das Speichern hier fertig ist. Oh, noch ein Bowser Train. Verdammt geiles Level war das. Dann holen wir jetzt noch den Stern. Perfekt. Diesmal haben wir ihn. Schön gegen die Wand knallt, vor die Plessy. Und da geht's für uns jetzt noch ab ins Ziel. Haben wir hier auch jeden einzelnen Stern mitgenommen. 210 Grünsterne haben wir schon, da fehlt aber noch was. Als im nächsten Part gibt es dann süßes Räderwerk. Lasst einfach gerne ein Abo da, damit ihr das auf keinen Fall verpasst. Ansonsten bedanke ich mich fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Warte mal. Rätsel los. Bis zum nächsten Mal.